Effizientes Gewicht sparen für deine Tour, das fängt tatsächlich beim Packen an. Denn es geht gar nicht darum, das Leichteste einzupacken, sondern es geht darum, so wenig wie möglich einzupacken. Servus, ich bin der Flo. Ich gehe gern wandern und ich wandere gerne ultra leicht. Im folgenden Video will ich ein paar Tipps, Tricks und persönliche Erfahrungen mit dir teilen, wie du unterwegs auf deinen Touren sinnvoll Gewicht sparen kannst. Eine alte Packregel heißt, räum alles raus, was du glaubst, auf deiner Tour zu brauchen, sortier die Hälfte davon aus und du hast immer noch zu viel mit dabei. Wenn du dann all das vor dir hast, von dem du wirklich glaubst, dass du es brauchst, überleg dir, ist es so dringend, das mit dabei zu haben? Meine einfachste Herangehensweise daran ist tatsächlich die gute alte Briefwaage. Nimm einfach mal wirklich alles, was dort liegt. Leg jedes Teil auf die Briefwaage und tipp das gerne mal in eine Excel-Tabelle ein und schreib jedes Gewicht nach unten hin runter und mach eine Summe daraus. Eventuell bist du dann erstmal erschrocken, was wirklich dann an Gesamtsumme dabei rauskommt. Und genau dann hast du aber auch eine Liste, die du durchgehen kannst und dann kannst du Stück für Stück überleben, brauche ich das, brauche ich das nicht, nehme ich es mit, nehme ich es nicht mit. Und mit jedem Teil, das du rausnimmst, siehst du einfach, wie sich das positiv auf das Gewicht auswirkt. Ich habe da meistens immer so ein Zielgewicht, dass ich sage, für die Tour will ich maximal 6 Kilo mit dabei haben. Und dann versuche ich tatsächlich über eine Liste und mit diesen nachgewogenen Gewichten genau zu evaluieren, dass ich unten bei den 6 Kilo Pi mal Daumen rauskomme. Wie gehe ich denn überhaupt dabei vor, Sachen auszusortieren? Und da, ich reite gerne auf dem Thema rum, ist es einfach wieder die Planung. Plane deine Tour im Vorhinein so gut wie möglich. Wo willst du hingehen? Wie weit kannst du am Tag gehen? Wo wirst du übernachten? Wie wird das Wetter? In welcher Jahreszeit bist du unterwegs? Und. Alles das hat einen Einfluss darauf, was du einpacken musst, aber auch das, was du tatsächlich weglassen kannst. Von Tour zu Tour ist es unterschiedlich. Es gibt für mich nicht die eine Packliste für die Ultraleicht-Tour, sondern es ist wirklich immer an die jeweilige Tour angepasst, dass ich für jede Tour schaue, das muss mit dabei sein, das ist einfach elementar und das ist ein Nice-to-have und was ein Nice-to-have ist, kann raus. Die ganzen Nice-to-have-Faktoren, das sind nämlich auch alles die Sachen, wo man mal Mut zur Lücke bewahren muss. Ich kann nicht auf jede Eventualität vorbereitet sein, wenn ich mit dem Ultraleicht-Thema unterwegs bin. Ich muss eventuell auch mal die eine oder andere Komforteinbuße in Kauf nehmen, gewinne aber auf die komplette Tour den Komfort, mit einem sehr, sehr leichten Rucksack unterwegs zu sein. Mut zur Lücke spart deutlich, deutlich mehr Gewicht ein, als das hin und her überlegen, soll ich jetzt den etwas leichteren Kocher mitnehmen oder soll ich hier vielleicht nochmal 300 Euro extra investieren, um 50 Gramm zu sparen. Lieber einfach mal sagen, ich verzichte drauf. Und genau das macht auch irgendwo das Abenteuer Ultraleicht-Tracking aus, eben improvisieren zu müssen unterwegs. Wenn du dein Equipment zusammenträgst, vergiss mir dabei bitte nicht deine Alltagsgegenstände. Du wirst erstaunt sein, was elektronische Geräte, Ladekabel, Geldbeutel, das Tagebuch, was auch immer, Stifte, Feuerzeuge, alles, was du mitnimmst, das summiert sich zusammen und gibt nachher auch noch einen ganzen Batzen an Gewicht. Überleg dir, was du davon wirklich brauchst oder ob das einfach mal Sinn macht, dies oder das wegzulassen oder zu verleichtern oder zu erleichtern. Ein gutes Beispiel, finde ich, ist hier der Geldbeutel. Das hier ist noch ein, sag ich mal, ein relativ schmaler Geldbeutel. Aber Thema Ultraleicht, das Ding wiegt. Dann kommt noch Kleingeld mit dazu. Dann sind ein Haufen Sachen mit dabei, die man nicht aussortiert hat, die einfach im Geldbeutel rumfliegen. Im Alltag ist mir das egal. Aber auf Tour summiert sich das eben auf. Im Vergleich dazu ist das mein Outdoor-Geldbeutel. Das ist einfach nur eine wasserdichte Hülle. Da drin ist mein Personalausweis, da ist meine DAV-Mitgliedskarte mit dabei, mein Krankenversicherungsausweis und die Bankkarte. Und das ist es. Vielleicht nochmal ein Scheingeld und Münzgeld,
lass es bitte dem Hüttenwirt da für die Kaffeekasse oder pack es irgendwo als Trinkgeld mit drauf. Da musst du es nicht mit rumschleppen und irgendjemand anders freut sich drüber. Dinge, die wir beim Gewicht auch tatsächlich gerne vergessen, sind die Dinge, die wir am Körper tragen oder die wir auch in der Hand haben. Aber gerade die Sachen, es ist ein Unterschied, ob ich 50 Gramm am Körper direkt spare oder ob ich 50 Gramm an den Füßen oder an den Armen spare. Alleine weil die Extremitäten weiter vom Zentrum wegliegen, wirkt sich das Gewicht anders aus. Ein super Beispiel ist dafür für mich der Schuh. Bergstiefel, die wiegen ganz gerne mal auch ein Kilo. Unten an den Füßen immer wieder das Anheben und das Vorwärtsbewegen, das summiert sich in einer anderen Art auf und du wirst es anders wahrnehmen als mit einem leichten Schuh. Ich persönlich, man sieht das auch, gut gebraucht, bin in den fast bei allen Touren lieber mit einem Trailrunner unterwegs. So ein Schuh wiegt einen Bruchteil von einem festen Bergstiefel, hat eine gute griffige Sohle und gibt mir die nötige Stabilität, die ich brauche, auch mal auf technischeren Steigen. Eine kleine Spielerei, die wir alle auf der Tour mit dabei haben, ist eine Stirnlampe. Bei einer Stirnlampe können wir uns auch einfach mal bewusst machen, natürlich, es gibt diese richtig dicken Stirnlampen mit so viel Lumen, dass du im Grunde genommen das Flutlicht von einem Fußballstadion damit ersetzen könntest, aber die ist beim Wandern, um ehrlich zu sein, ein bisschen fehl am Platz. Wandern ist eine eher ruhige, gemächliche Sportart. Das heißt, du musst nicht den nächsten 2 Kilometer vor dir ausleuchten können. Damit verstörst du die komplette Tierwelt. Und das ist ja auch nicht in unserem Sinne, sondern wir wollen ja auch irgendwo ein Stück weit unterwegs eins sein mit der Natur. Und ich persönlich mag dann lieber so eine kleine, ganz leichte Stirnlampe, die hat nicht so eine hohe Lumenzahl, aber es reicht, um mir den Weg vor mir zu beleuchten. Er hat einen Rotlichtmodus und wenn ich abends, vor allen Dingen brauche ich die ja abends im Camp, reicht die mir vom Licht vollkommen aus und der Akku ist deutlich ergiebiger, als wenn ich mit so einer vollen Lumenzahl die Nacht erhelle. Bei Mut zur Lücke bin ich persönlich auch tendenziell immer mit einem Schlafsack unterwegs, der vielleicht nicht ganz warm genug für jede Nacht der Tour ist. Wenn ich eine Woche oder zwei unterwegs bin und es kann einfach mal vorkommen, dass es mal 1, 2, 3 Nächte kühler wird auf der Tour, nehme ich das in Kauf. Das heißt aber auch nicht, dass ich frieren muss. Denn wenn ich 2 Wochen unterwegs bin, natürlich habe ich dann auch irgendeine Art von isolierender Kleidung mit dabei. Und bevor ich dann einen wärmeren Schlafsack und die isolierende Kleidung mitschleppe, ziehe ich lieber die isolierende Kleidung in einem nicht ganz so warmen Schlafsack an und hole damit das nötige Quäntchen raus, um auch diese Nächte irgendwo zu überbrücken. Beim Thema Isolationsbekleidung bin ich definitiv auf der Seite von einer kleinpackbaren Daunenjacke oder Kunstfaserjacke. Die sind leichter, die sind kleiner packbar und die leisten mehr als eine Fleecejacke im Vergleich und sind einfach vielseitiger tragbar. Man sieht, ich kann die Jacke halt auch noch mal weiter komprimieren, als es ohnehin schon in dem Packsack der Fall ist. Und ausgepackt, in der eigenen Jackentasche verstaut, habe ich dann was angenehm Warmes unterwegs zum Anziehen. Was ich persönlich an so einer Isolationsjacke auch sehr gerne mag, die meisten Isolationsjacken haben mittlerweile ein fast nahezu winddichtes Außenmaterial, ganz häufig auch mit einer wasserabweisenden Beschichtung außen drauf. Also wenn ich jetzt auf eine Tour gehe und vorher im Wetterbericht sehe, die nächsten 3, 4, 5 Tage ist kein Regen angesagt. Ich habe die Jacke ohnehin mit dabei. Es stört mich nicht, wenn ich mit der Jacke mal in den Schauer komme. Die kann ich gut überbrücken. Und wenn ich im Gipfelbereich unterwegs bin und mir pfeift es kalt um die Nase, bin ich damit auch immer noch auf jeden Fall gut unterwegs. Und in dem Fall könnte ich mir dann die Hardshell-Jacke sparen und bräuchte sie nicht mitzunehmen. Eine andere Option,
wenn es nicht ganz so kalt wird, ist für mich ein kleinpackbarer Windbreaker. Auch das finde ich ist eine super Option zu einer wirklichen Hardshell-Jacke. Denn die meisten Windbreaker sind auch gut wasserabweisend. Das heißt, ich komme auch mal über einen Schauer gut weg. Sie halten mir auch wieder den Windchill von der Backe, sind aber kleiner und leichter packbar. So ein Windbreaker, der hat häufig vielleicht sogar nur 100, 150 Gramm. Das heißt, den mitzunehmen, da bricht mir jetzt kein Zacken aus der Krone. Eine Hardshelljacke ist aber meistens das Teil, das ich 90-95% der Zeit im Rucksack trage und ist halt doch alles in allem immer noch ein größeres Drum zum Mitschleppen und auch entsprechend bei 400-500 Gramm doch auch nochmal eine ganze Ecke schwerer. Natürlich gibt es Fälle, gibt es Touren, bei denen gehört die Hardshelljacke definitiv mit in den Rucksack hinein. Wenn ich in Regionen mit unstabilem Wetter unterwegs bin, wenn ich auf hochalpinen Touren unterwegs bin, dann führt an der Hardshelljacke kein Weg vorbei. Aber auch da lohnt sich der Blick aufs Gewicht. Es gibt Hardshelljacken, die schaffen es, immer noch klein packbar zu sein. Die sind belastbar, die sind abriebfest, bringen aber trotzdem vielleicht nur 300 bis 400 Gramm auf die Waage, während ich dann auf der anderen Seite auch Hardshelljacken habe, die gerne auch mal Richtung 600 Gramm gehen. Das klingt jetzt wieder nur noch 200 Gramm, aber 200 Gramm plus 200 Gramm plus 200 Gramm plus 200 Gramm, das summiert sich nachher ganz schön auf und du hast nachher dann doch verstecktes Gewicht dir mit eingepackt. Ja, ich bin persönlich auch immer dankbar für jedes Teil in meinem Equipment, das eine gewisse Vielseitigkeit mit sich bringt. Nehmen wir zum Beispiel mal das Thema Zelt und Stöcke. Wenn ich weiß, ich bin mit einem Tarp unterwegs, dann nehme ich meine Stöcke gleich als Gestänge für das Tarp mit und kann damit mein Zelt aufbauen. Es gibt mittlerweile auch Zelte, die komplett auf ein Gestänge verzichten. Sehr minimalistische Zelte, aber Zelte, bei denen ich im Grunde genommen das ganze Teil einfach nur mit meinen Stöcken aufbauen kann. Beim Thema Kleidung, auch da ist natürlich immer, das muss du für dich letztlich dann abwägen, was dir wichtig ist. Wie häufig willst du tatsächlich unterwegs waschen? Wie sehr stört es dich, wenn du nicht gerade nach einem Feldrosen duftest, wenn du unterwegs bist? Du kannst dem ein bisschen vorbeugen, wenn du eventuell mit Merino-Kleidung unterwegs bist, weil du einfach mit der Merino-Bekleidung, die nimmt einfach nicht so schnell die Gerüche an und du fühlst dich länger frisch. Oder auch Shirts mit einer geruchsneutralisierenden Behandlung sind dann schon eine ganz angenehme Sache, wenn man weiß, okay, ich werde jetzt ein Shirt, ich habe nur zwei T-Shirts dabei und ich werde ein T-Shirt halt auch mal 2-3 Tage am Stück tragen, bevor ich dazu komme, es zu waschen. Dann ist natürlich auch die Frage, wie viele T-Shirts packe ich ein? Wie viele Longsleeves packe ich ein? Packe ich eine lange Hose und eine kurze Hose ein oder nur eine lange Hose oder nur eine kurze Hose? Für mich persönlich sind Armlinge und Beinlinge genau so ein bisschen die Brücke dazwischen. Ich bin ganz häufig gut, das liegt natürlich auch am Kälteempfinden, aber ich bin ganz häufig einfach nur mit einem T-Shirt unterwegs, habe aber dann ein paar Armlinge mit dabei, um eben auf Longsleeve zu stellen. Das gleiche mit der Shorts. Wenn es mir dann doch mal zu kalt wird, dann kann ich die Beinlinge drüber ziehen. Also ich persönlich habe dann häufig wirklich nur die Shorts mit dabei und verzichte ganz auf eine lange Hose und habe dann Beinlinge oder eventuell auch mal eine Funktionsleggings mit dabei, die ich dann drunter ziehe, um für kältere Tage ein bisschen wärmer unterwegs zu sein. Die Funktionsleggings ist übrigens dann auch wieder wunderbar, wenn dein Schlafsack mal in der Nacht nicht ganz so warm ist und du brauchst ein bisschen extra Wärme. Auch da kannst du dann wieder dort reinschlupfen und kannst eventuell die Armlinge drüber ziehen und holst doch wieder ein paar zusätzliche Grad dabei raus. Hier findest du einen Link ins Magazin und dort haben wir eine ganze Menge Informationen, wo du dich noch weiter in das Thema Ultraleicht-Tracking einlesen kannst.